Heute ein Review der Salomon X10 X Pro 12 Brille hier in Blau. Wir fangen an mit dem UV-Schutz. Das ist nämlich, finde ich, mit das Wichtigste bei einer Skibrille. Und Salomon bietet hier 100%igen UV-Schutz. Steht hier drin, glaube ich, kann man jetzt nicht lesen, aber es ist so. Also der UV-Schutz der Brille ist saugut, habe ich jetzt getestet. Und auch überhaupt, wie man in die Sonne schauen kann, habe ich jetzt im Sommer bei Mittagslicht getestet. Also da kann man eigentlich bis zu 10 Sekunden locker in die Sonne schauen damit. Würde ich zwar jetzt keinen empfehlen, aber das heißt, der Schutz vor Licht ist wirklich unglaublich gut und man hat trotzdem keine starke Abdunklung. Sieht man hier eh, das ist nicht wirklich viel dunkler. Und dann ist ein weiterer Punkt, welche Farben werden rausgefiltert? Weil bei den meisten Brillen ist es so, dass wir dann den Orangestich haben, weil halt die Orangenfarben oft nicht rausgefiltert werden. Das ist bei der Brille nicht so. Ich mache hier mal einen kurzen Vergleich. Genau, jetzt schauen wir uns mal den Vergleich an. Wir haben hier jetzt eine ganz normale Uvex-Brille, die ist auch nicht verspiegelt. Und die hat diesen typischen Orangestich, den wahnsinnig viele Skibrillen haben. Und ziehen wir uns dagegen die Salomon-Brille rein, dann sieht es so aus. Da ist wirklich nur ein minimaler Orangestich drin, wenn überhaupt. Das finde ich auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Dann, was unglaublich cool ist, ist, dass diese Teile hier relativ dünn sind. Das heißt, wenn wir das, sagen wir mal, unterm Helm anziehen, die Brille, dann drückt es auch nicht. Habe ich schon ausprobiert. Dann logisch, die Verspiegelung ist richtig geil. Vor allem, wenn man jetzt da noch was drunter hat, dann schaut er wirklich eigentlich gar nichts durch. Und Anti-Beschlagsystem ist relativ neu oder anders. Die Luft trifft drauf und dann strömt die an alle Seiten weg. Hier auf den Seiten haben wir so Schlitze. Da zieht es die Luft praktisch rein und die kommt dann hier unten raus. Und dann entsteht ja logischerweise, wenn hier die Luft vorbeiströmt, ein Unterdruck. Und dann zieht es die warme Luft von hier innen raus. Das heißt, sie beschlägt nicht, genau das gleiche System ist hier oben. Ist eine relativ coole Sache oder eigentlich saugeil vom Einfallsreichtum her. Habe ich jetzt noch nicht getestet, aber ich schätze mal, dass es funktioniert. Dann, was saucool ist, das passt auf jede Brille, auf jedes Gesicht, weil hier dieser Rahmen wahnsinnig weich ist, sieht man hier eh. Und überhaupt der ganze Schaumstoff ist wahnsinnig geil. Bei mir persönlich liegt es an der Nase perfekt an, also ich habe da kein Drücken oder so. Aber das kann ich jetzt nicht im Review sagen, weil das muss jeder selbst entscheiden und jeder selbst wissen, ob es auf seine Nase gescheit passt. Genau, aber jetzt kommen wir eigentlich zum größten Werbegag, den hier Salomon gemacht hat. Und zwar sagt Salomon, dass man mindestens ein 20% größeres Sichtfeld hat, wie bei allen anderen Brillen. Ich nehme jetzt einfach zum Vergleich mal hier diese Uvex-Brille. Wir schauen uns als erstes mal einfach hier an. Wir sehen schon, der Rand ist hier relativ breit und alles. Und bei der Brille hingegen sieht man schon, dass alles wesentlich größer. Also allein schon die Höhe. Aber ich versuche das jetzt, deswegen gehe ich jetzt ins 4 zu 3 Format. Ich versuche jetzt die Kamera so hinzuhalten, wie wenn man es sehen würde. Und wenn, ich hoffe, das funktioniert. Wenn nicht, dann blende ich es euch einfach ungefähr ein. Also, eine Top-Brille. Das war mein Review. Wäre cool, wenn ihr mich abonnieren würdet. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Und bei Fragen, runter in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal mit 4Freeskier.